Die Aktionen der letzten Generation sind nicht nur unfassbar nervig und gefährden immer wieder Menschen, sondern blockieren auch massiv die Polizeiarbeit, wie die Polizei München jetzt zeigt. Dank den Klimafanatikern können Polizisten sich nämlich dann nicht mehr um die wichtigen Dinge kümmern. Ich bin heute damit beauftragt, im Bereich der Münchner Stadtmitte Streife zu fahren, um mögliche Klebeaktionen von Aktivisten der letzten Generation zu unterbinden. Und falls diese Aktionen stattfinden, dafür zu sorgen, dass sie möglichst wenige Menschen beeinträchtigen. Ich bin in der Gefangensammelstelle hier und wenn die Klimaaktivisten draußen vor Ort festgenommen worden sind, werden sie hierher transportiert in die Edtstraße, ins Polizeipräsidium hier in München und dort werden sie dann von mir sachbearbeitet. Ja, im Zusammenhang mit dem Einsatz Klimaaktivisten bin ich mit der Haftsachenbearbeitung betraut. Das bedeutet, alle Klimaaktivisten, die vor Ort festgenommen werden, landen letztlich bei uns und wir führen die weitere kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung durch. Also insbesondere Vernehmungen, Fertigung der Anzeige etc. Meine Aufgaben wären hier beispielsweise Präventionsvorträge in verschiedenen sozialen Einrichtungen zu halten oder das Dienstgebiet zu bestreifen. Eigentlich bin ich stellvertretende Leitung von der AG Phänomene. Wir bearbeiten im organisierten Kriminalitätsbereich Betrugsdelikte wie falsche Polizeibeamte oder den Schockanruf. So richtig heftig wird's aber dann beim dritten Polizisten. Wegen der völlig idiotischen Blockaden bleibt seine Arbeit um Kindesmissbrauch liegen. In meinem täglichen Dienst bin ich beim Kommissariat 17 und bin dort mit der Bekämpfung der sexualisierten Gewalt gegen Kinder und der Bekämpfung von Kinderpornografie befasst. Ja, man muss einfach Prioritäten setzen. Klimaschutz geht einfach vor Kindesmissbrauch. Ja, wir haben natürlich beim Kommissariat 17 schon noch eine Kernbesetzung für akute Fälle. Also wenn der Kindergarten anruft und aktuell von einem sexuellen Missbrauch Kenntnis erlangt, dann können wir da auch ein Team entsenden und die notwendigen Ermittlungen durchführen. Aber meine persönlichen Fälle, die bleiben jetzt in dieser Zeit liegen. Das ist natürlich für mich persönlich auch keine zufriedenstellende Situation, weil wir eigentlich schon wollen, dass eben genau das nicht passiert, sondern dass wir da auch schnellstmöglich diese wichtigen Fälle bearbeiten können. Die letzte Generation ist sogar so dermaßen dreist, dass sie das Video, das eigentlich eine Kritik an deren Blockaden ist, selbst gepostet haben, um sich dann selbst als Opfer darzustellen. Das politische Versagen in der Klimakatastrophe von Markus Söder bis zum Bundeskanzler ist Ursache unseres Protests. Wie rechtfertigt es die Politik, weiter zu blockieren? Obwohl die letzte Generation mit ihrem realitätsfernen Klimafanatismus immer wieder Rettungswägen und jetzt hier auch die Polizeiarbeit massiv blockiert, stellt sie sich als Opfer dar. Und da wundert's doch nur wenig, dass dann solche Bilder entstehen.